was in diesem Video passiert. Plünderung 3 drauf. Irgendwas anderes Cooles noch drauf? Ey, ich hacke nicht, Leute. Ich hacke nicht, Freunde. Was passiert hier? Okay. Oh, egal. Ich lock mich aus. Hä? Lukas! Lukas ist hier in der Nähe! Warum soll ich dich anlügen? Willkommen zurück zur 5. Folge von Minecraft Helden. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch gar nicht die Videos bis zum Schluss angucken. Also ich rede gar nicht von der Community, sondern neue Zuschauer, die dazustoßen. Leute, ich sage euch ehrlich, glaubt mir, vertraut mir, ihr solltet lieber die Glocke aktivieren, hier ein Abo dalassen, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Und unten in der Videobeschreibung direkt der erste Link. Da kommt ihr zu unserer Community-WhatsApp-Gruppe, wo ich ab und zu sogar richtig coole Leaks direkt schon vor den Videos raushaue. Oder unter anderem über das Minecraft Heldensong rede. Freunde, ihr merkt sicherlich, 18 Bücherregale, ein Verzauberungstisch, ein Spinspawner mal 6, Leute, ein OP-Admin-Spinspawner. Und ich sag mir ständig, ey, dieser YouTuber hat das, dieser YouTuber hat das. Freunde, ich sehe das, was die haben, und ich sag euch, niemand hat das, was die Königskrieger haben. Versteht ihr das? Ich werde jetzt in der Zeit für meine Königskrieger da sein und werde weiterhin ackern, und guckt euch das an, was ich jetzt schon gemacht habe. Ich werde diesen Unendlichkeit-Flammestärke 3 Bogen mit dem hier verbinden. Dann habe ich einen Stärke 4 Bogen. Pack nochmal Stärke 4 Bogen drauf. Dann habe ich den stärksten Bogen, den man überhaupt holen kann. Dann gehen wir weiter, Freunde. Ich habe hier schon Fiederfall 4. Schutz 3 ist dazugekommen. Habe hier schon Schutz 4, Haltbarkeit 3. Und, Freunde, als ich hier Effizienz 4 raufgemacht habe, kam direkt Haltbarkeit 3 und Glück 3 sogar raus. Haltbarkeit 3, Stärke 4, Spreitsprung, ein neues Item, mal 3 habe ich mir auch. Und ein Behutsamkeitsbuch, Leute. Uns kann man gar nicht mehr einholen. Es ist gar nicht mehr möglich. Die Königskrieger haben komplett Teamwork gezeigt. Und deshalb werde ich für meine Königskrieger auch alles ready machen. Ich mache den Schutz 4 und keine Ahnung was ready. Ich will sogar für meinen Bruder auch eine komplette Schutz 4 Rüstung machen, Leute, wegen der YouTuber-Insel. Also wirklich der Einzige, den ich nicht angreifen möchte, den ich gerne sogar bei den Königskriegern aufnehmen würde, wäre Avive HD. Deshalb schreibt unbedingt Avive, er soll hierher kommen, Leute. Das wäre so cool, wenn er hierher kommen sollte und mit uns sich verbündet. Dann mache ich ihm direkt alles ready. Zeig ihm auch die Farm. Und Freunde, ich zeige euch mal ganz kurz, ich bin Level 27. Guck mal, wie schnell wir jetzt einfach mal leveln. Guckt euch mal das an. Guckt euch das einfach mal an, okay? Ich gehe jetzt extra noch nicht da rein, damit ihr direkt auf einem Schlag sehen könnt, wie viel XP ich direkt bekomme. Ich mache mal den Shader sogar aus. Und jetzt guckt euch das mal an. Ich werde jetzt einmal nur nach vorne drücken. Guckt mal, wie viel XP ich bekomme. Noch ein bisschen näher. Jetzt guckt euch das mal an. 28. Gleich 29. Gleich 30. Hui! Und ohne einen Cut, Leute, da ist jetzt kein Cut drin gewesen. Guck mal, es hört gar nicht mehr auf. Es hört gar nicht mehr auf. Wir gehen einfach jetzt straight weiter leveln. Ich muss mir übrigens noch einen Amboss machen. Zack. Nochmal Fleisch. Ey, diese Rind, diese Kühe da oben, Leute. Ihr werdet heute alles nochmal sehen, wie ich hier garten habe. Und, Freunde, wisst ihr, was das Coole ist? Ich habe noch nicht meinen Freunden erzählt, dass ich das alles gemacht habe. Ich werde die Reaktion von denen heute auch sehen wollen. Wir gehen zu denen und dann bin ich echt gespannt, was sie unter anderem... Oh, ich sollte mich mal muten, damit andere mich nicht hören und sehen, wo ich bin. Ich bin echt gespannt, was die sagen werden. Jetzt gucken wir mal, was wir so Cooles verzaubern können. Durchstoß, Schutz 2, Müll, Explosionsschutz, brauchen wir nicht. Schutz 3, Feuerschutz, Feuerschutz, Effizienz. Ich könnte nochmal riskieren, Leute, aber ich will lieber direkt bei Diamant auf Glück 3 gehen. Wir können uns auch kurz mal noch einen Bogen machen. Einen weiteren Bogen, Leute, ganz wichtig. Wir machen noch ein paar, ja. Stärke 3. Was heißt das? Das heißt, wir haben nur Müll, Leute. Deshalb machen wir einfach mal den hier. Können wir noch das Schwert angucken. Ja, wenn das Plünderung hätte, hätte ich das genommen. Aber, Freunde, es hat keine Plünderung. Und wie gesagt, die einzige Möglichkeit, um uns irgendwie noch einzuholen, ist ab Montag. Ich nehme hier Stärke 1 einfach raus, damit ich das hier wieder rausnehmen kann. Ist ab Montag, wo die Border quasi dann weg sein werden. Und wo man dann einfach 24 Stunden gefühlt Diamanten und sowas farmen geht. Max schreibt der Magier. Du bist selber Magier, Max. Ey, Max, Freunde, ich kann auch gerne für Max diese Items machen. Sagt ihm auch gerne Bescheid, wenn er gerne zu uns kommen möchte. Natürlich gibt es den einen oder anderen, die meine Freunde sind, die ich gerne bei den Königskriegern drauf hätte. Aber alle anderen, guck mal, wie schnell das geht, Digga. Und das gleiche nochmal. Also wie gesagt, ab Montag ist die einzige Möglichkeit, uns aufzuhalten, weil man dann einfach 24 Stunden zocken kann, Leute. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber das, was wir in der Zeit gepackt haben, wo man nur eine Stunde spielen kann, das hat wirklich keiner geschafft, außer die Königskrieger. Und Glück 2... könnte ich nehmen, aber ist dumm, Leute. Ich will lieber direkt Glück 3 haben. Leider wieder nur Müll. Das heißt, wieder Farm. Und Level Up. Stärke 4. Interessant. Aber ich habe schon so viele Stärke 4 Bücher. Oh, auf dem Bogen haben wir auch nochmal Stärke 4. Bornen 2.
Schutz 4 auf der Hose, nice. Ich habe halt schon eine Hose, Leute. Mache ich jetzt einen Bogen nochmal für die Jungs oder mache ich nochmal eine Hose ready? Ich glaube, ich mache noch einen Bogen für die Jungs ready. Wäre cool, wenn natürlich nochmal wieder was Cooles oben drauf kommt. Unendlichkeit und Stärke 4 ist rausgekommen. Also wirklich, ich glaube, meine Freunde können sich wirklich darüber freuen. Und noch einen Bogen ready machen. Zack. Ich mache jetzt wieder so lange weiter, bis ich jetzt eine coole Verzauberung für euch habe. Und dann zeige ich euch die. Okay, mein Schwert ist kaputt gegangen. Aber kein Problem. Ich wollte eh hierher kommen, Leute. Genau noch Level 30 geworden. Wir holen uns Haltbarkeit. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts Zusätzliches drauf. Sehr gut. Und machen uns kurz ein Schwert. An sich, Freunde, wisst ihr, was das Geile an dieser Farm ist? So viele Schwerter muss ich gar nicht verbrauchen. Weil man levelt einfach so schnell, dass du kaum wirklich innerhalb von 10 Minuten verschwendest du gefühlt vielleicht ein Schwert. Und verzauberst so viele Sachen. Guck mal, wie schnell das geht. Ich bin schon echt auf die Reaktion von den Jungs gespannt, wenn die gleich sehen, dass ich komplett alles full bin. Oh, ich weiß, was wir jetzt machen können. Wir wollten uns noch einen Amboss ready machen, Freunde. Einen saftigen Amboss. Bam, bam, bam. Und noch ein. Zack, bam. Bang, bam, bam. Dann können wir uns eigentlich jetzt schon den stärksten Bogen machen, Leute. Bam. Mein Bruder ruft mich an. Hallo? Jo, was geht, Kuri? Was geht? Kian, ich bin gerade in der Aufnahme. Ja, geil, Bruder, geil. Bis später. So, Leute, mein Bruder war das. Muss ihm später noch helfen. Stärke 4 haben wir, Haltbarkeit 3. Hier haben wir auch Haltbarkeit. Hier haben wir keine Haltbarkeit drauf. Das heißt, wir machen den und den zusammen, Leute. Eine Endlichkeitsflamme, Stärke 3, Stärke 4, Haltbarkeit 3. Ich gucke gerade, wie teuer das wäre, wenn ich Stärke und Stärke zusammen mache. Oh nein, der arme Max wurde gekillt. Schade. Das kostet 5 Level-Ups. Ich weiß nicht, ob das so rum schlauer ist, Leute. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Stärke 5 und Haltbarkeit 3 auf den Bogen dann. Ich hoffe, dass das klappt und nicht zu teuer wird. Bitte, bitte nicht zu teuer. Ja, nur 12 Level, Leute. Easy. Und damit haben wir den stärksten Bogen im ganzen Spiel, Leute. Zeus Ultimate Bogen. Zeigt mir jetzt irgendjemand, der dieses Item schon hat, bevor die Border weg sind. Ja, wenn die Border weg sind, Leute, sage ich euch ehrlich, würde ich auch an einem Tag direkt alles full machen können. Aber jetzt, wo man nur eine Stunde Spielzeit hat, gibt es keinen, der das hat. Deshalb drückt jetzt auf den Like-Button, bevor ich komplett ausraste. Bam. Das packen wir schön wieder hier rein. So, jetzt haben wir noch, guck mal, wie viele Bögen wir jetzt noch für die Jungs haben. Ey, die können auch easy Stärke 5 machen. So, die untere Reihe mache ich noch die ganzen Items für die Jungs ready. Leute, jetzt bin ich gespannt. Wir sind ja jetzt Level 10. Ryan ist einfach schlafen gegangen. Gute Nacht. Wir gucken jetzt mal, wie schnell wir leveln. Aua. Wenn wir jetzt mal ein paar Monster hier hops nehmen und dann einfach mal XP farmen. Von 10 auf 30. Wie schnell geht das jetzt? 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17. Guck mal, wie schnell das geht, Leute. Oh mein Gott. Es hört gar nicht mehr auf. Da sind noch so viele XP Points. Guckt euch das mal an. 19. 20. 10 Level Ups. Innerhalb von einer Minute. Ich könnte jetzt mit diesem Bogen und mit diesem Item, da hätte ich schon genug Schutz, Leute, könnte ich jetzt jeden gefühlt fast two-shotten. Also ich bin mir sicher, es gibt keinen, der bis jetzt schon Schutz 4 hat. Und deshalb würde dieser Bogen allein schon reichen. Vielleicht sogar One-Shot. Checkt ihr das? Aber alles gut. Wir warten einfach nochmal, bis die Border hier untergeht. Und danach gehen wir in den Kampf rein. Weil ihr habt gesehen, auch wenn die Königskrieger dem einen oder anderen Druck gemacht haben, bis jetzt haben wir aber niemanden gekillt. Wir haben die nur für uns arbeiten lassen und am Ende sind wir sogar alle Freunde geworden. Vielleicht sind wir doch zu nett. Vielleicht tun wir immer nur so, als ob wir so sauer, als ob wir so aggressiv und böse sind. Aber doch irgendwie auch nett, oder? Guckt euch dieses Gesicht mal an. König, Prinz, Arthur, Zhu, der 13. Freunde, hättet ihr Bock, sobald wir streamen dürfen? Soll ich so einen richtig coolen Angelstream machen? Weil Reparatur können wir halt hier raus nicht bekommen und Villager können wir auch nicht traden. Das heißt, ich muss die Bücher angeln. Also brauche ich eine Angel mit Glück des Meeres 3. Deshalb baue ich mal eine Angel hier für uns, Freunde. Angel, Angel, Angel. Wie ging das nochmal? So, 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 so. So, nice. Was bekomme ich denn eigentlich? Glück des Köder 3. Ja, Köder 3 brauche ich auch. Ich muss wahrscheinlich mehrere kombinieren. Mache ich Köder 3 und Glück des Meeres 3 drauf, nicht? Und Haltbarkeit ist eigentlich auch wichtig. Oh, sehr interessant, my friend. Glück 3 auf meiner Diamantspitzhacke. Interessant. Hallo, kleine Spinnies. Ich wollte nur kurz mal vorbeischauen, Leute. Da wollte man kurz nochmal kurz vorbeischauen. So ein kleines bisschen, ne? Ob alles hier auch regelkonform ist. Und wir machen das direkt hier drauf. Bitte irgendwas Cooles noch darauf. Ja, okay.
Geil, Effizienz 4 und Glück 3. Haltbarkeit hätte ich mich ein bisschen mehr sogar gefreut, aber boah, guckt euch diesen Loot jetzt mal an, Leute. Weiter geht's. Ich überspringe diesen Part und zeige euch jetzt nur... Okay, Schutz, wir darauf schützen wir jetzt. Und wisst ihr, was das Coole hieran ist, Freunde? Ich weiß nicht, ob ich euch das vorhin schon gezeigt habe, aber hier können wir halt nochmal unsere Bücher resetten. So, diese ganzen Crap-Sachen brauchen wir ja gar nicht. Und haben wieder unsere Bücher. Haltbarkeit 3 kann ich da nochmal reinmachen. So, was wollte ich machen? Genau, Schutz 4. Aber, Freunde, ich mache das natürlich auf einem komplett neuen. Ist doch logisch, oder? Bam, bam, bam. Schutz 4. Gib mir noch Haltbarkeit, wenn du deine Mama liebst. Okay, nehme ich mit. Dornenhaltbarkeit, Schutz 4. Dorn hätte ruhig erstmal weg sein können, aber kein Problem, Leute. Gucken wir mal, auf was wir jetzt schützen. Atmung 2, interessant. Federfall 4, auch interessant. Schutz 3. Bogenstärke 3. Könnten auch Nemesis der Gliederfüßer machen und Haltbarkeit 3. Das wäre auch interessant, Leute. Jo, Federfall 4 nehme ich für irgendeinen meiner Königskriegerbrüder. Checkt ihr das, Leute? Ich fokussiere mich sogar noch, während ich für meine eigenen Sachen farme, mache ich sogar noch für meine Freunde was. Ich hoffe, die machen auch was für mich und verraten mich nicht am Ende oder so. Das wäre gar nicht gut. Noch ein bisschen, dann sind wir wieder Level 30. Aber hier spawnt irgendwie nichts mehr. So, Level 30. Machen uns natürlich direkt neue Schuhe ready für unsere Freunde. Bam, bam, bam. Nö, kein Helm. Ein Schuh wollte ich nur machen. Zack, packen das da rein. Federfall 4 mit ein bisschen Schutz 4 wäre auch nochmal nice, nicht? Oder Schutz 3 oder irgendwas. Feuerschutz. Egal, sollen die sich trotzdem freuen. Ich meine, hey, Feuerschutz 3, können die schön im Nether rumjumpen. Endlich Schutz 4 auf dem Helm. Farmen wir dann ein bisschen, Freunde. Er wird 30 und ich hoffe, dass ich natürlich hier direkt irgendwas Cooles neben Schutz 4 bekomme. Irgendein Side-Effekt. Ja, sehr nice. Das wollte ich doch haben. Ich wollte kein Dorn. So, Leute, jetzt haben wir überall Schutz 4 drauf. Oh, außer hier. Aber das ist egal, Leute. Ich würde ja eh, sobald die Border weg sind, gehe ich eh auf Full Diamant. Das heißt, das können wir so lassen. Wir fokussieren uns jetzt auf die Angel. Interessant. Als Buch sogar Federfall 4. Das würde uns echt viel Zeit sparen, wenn wir dann Diamant holen wollen. Diamantschuhe, Federfall 4 drauf. Neben Schutz 4. Das ist wichtig. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und Federfall. Boah, ich denke immer, da kommt irgendwas anderes Unnötiges auch drauf. Das will ich gar nicht. Bei den Büchern will ich immer nur eine Sache drauf. Das, was da halt steht. Okay, auf Schwert würde ich Plünderung bekommen. Sehr, sehr nice. Level 30. Und wir machen natürlich direkt hier Plünderung 3 drauf. Irgendwas anderes Cooles noch drauf? Ey, ich hacke nicht, Leute. Ich hacke nicht, Freunde. Was passiert hier? Okay. Das ist nicht normal. Also, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Das habe ich noch nie gesehen. Ey, Freunde, zeigt mir ein, bitte, der schon jetzt besseren Loot hat. Bitte. Ich kann jetzt jeden. Ich kann einen Flo, einen Banks, sonst wen. Wenn ich jetzt wüsste, dass die online sind, wenn ich zu ihnen gehe. Ich kann nicht mal zu ihnen, weil die Border da ist. Ich könnte die alle gefühlt one-shotten. Checkt ihr das? Königskrieger! Freunde, jetzt alle in den Chat reinschreiben. Tick, tack, tick, tack. Sagt überall, sagt jedem Bescheid, die Königskrieger regieren die Minecraft-Heldeninseln. Keiner hat eine Chance. Wir können nur noch verlieren, wenn die uns alle verraten sollten. Wenn irgendjemand aus meiner Brüderschaft irgendwie mich verraten sollte, das ist die einzige Möglichkeit. Und dann komplett ein Messer in den Rücken bekomme. Und wir machen Köder 3 Angel. Gib mir noch die anderen Sachen. Ach, diesmal leider nicht, Leute. Wir brauchen noch eine Angel. Wahrscheinlich sogar noch eine Angel. Glück des Meeres. Köder 2. Hier ist noch ein Schutz 3 Buch erschienen. Komm, Leute, wisst ihr warum, Leute? Ich kann da nicht widerstehen. Guckt mal, das hat Schutz 3. Das hat einfach Schutz 3 so. Und da will ich einfach Schutz 3 auch nochmal drauf machen. Dann habe ich hier wenigstens komplett... Warum kriege ich das schnell Laden drauf? Jetzt waste ich einfach nur mehr Level. So, jetzt haben wir wenigstens überall Schutz 4. Weiter geht's. Oh, Glück des Meeres. Da müssen wir schnell Level 30 werden. Das geht so schnell, das ist nicht mehr normal, Leute. Das ist einfach so. Ich kann für die ganze Crew einfach Sachen verzaubern. Komm, irgendwas anderes auch noch. Haltbarkeit 3 und Glück des Meeres. Perfekt, genau das wollte ich haben. Das heißt, die zwei kann ich direkt miteinander kombinieren. Kombinieren, vor allem kombinieren. Und dann habe ich einfach Zeus Ultimate Angel. 19 Level kostet das. Ja, suchen besser. Bam! Freunde, ich habe auch nur noch 4 Lapis Lazuli. Ich glaube, ich sollte mal Lapis Lazuli farmen. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt den ersten herholen und ihn richtig pranken. Die erste Person weiß ja noch gar nicht, dass das alles hier komplett fertig ist. Ich werde die erste Person pranken und sagen, unsere Spawner wurden kaputt gemacht. Jemand hat unsere geheime Höhle gefunden. Da bin ich echt gespannt, wie die Reaktion sein wird. Und dann zeige ich ihm diese Kiste hier, Freunde. Guckt euch das mal an. Einfach Hacker Sui am Start. Und die ganzen Bücher können hier weg. Das ist alles Müll gewesen. Mach mal kurz mein Inventar sauber. Und nehme die Items.
Items hier schön raus. Bam, 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 bam. Boah, boah. Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich gehe hoch und warte jetzt einfach, bis der erste online kommt. Der Gärtner Sue ist aber auch noch hier am Start, Leute. Man muss hier natürlich auch wieder Gartenarbeit machen. Gefühlt, ey, macht jemand anderes vielleicht mal ein bisschen Gartenarbeit hier? Ich kann doch nicht alles machen. Komm, dann mache ich nur diese Seite. Und pflanze dann wieder alles ein. Bababam. Und dann gehe ich meine Kühe füttern, meine Babys. Wo sind die? Die sind da hinten. Bam, bam, bam. Das Ding ist, Karotten brauche ich auch nicht mehr, Leute, weil guck mal, alles full. Bambus auch hier. Bambus sage ich Zuckerrohr. Ich gehe jetzt erstmal meine Babys füttern. Guck mal, allein das hier gibt mir so viel XP, Leute. Guckt euch das mal an. Hui. Gleich wartet, wenn die Babys machen, gibt es ganz viel XP. Egal, ich lock mich aus. Hä? Lukas? Lukas ist hier in der Nähe gewesen. Hä, wie cool. Nein, der ist hier einfach in der Höhle anscheinend. Oh mein Gott, das wäre so cool, hätte er uns jetzt hier direkt gesehen. Dann könnten wir ein bisschen miteinander quatschen und ich hätte ihm die Farm gezeigt. Nein, Leute, ich hätte ihm sogar die XP-Farm zeigen können. Och, Mann. Sehr komisch, was da gerade passiert ist. Da ist er, Leute. Hä, was guckst du mich gerade so blöd an? Und warum kommst du genau von der Richtung? Was hast du gemacht? Ich mache nochmal beim Farm. Du warst beim Farm. Was farmst du denn? Ich mache hier gerade die ganze Drecksarbeit. Ich bin hier, ich mache hier Getreide alles, mache hier Pflanzen, die Stars, Gärtnerarbeit, füttere die Kühe. Und wo seid ihr eigentlich alle? Ihr seid alle gar nicht mehr da. Hä, Bro, ich habe nach einer Höhle gesucht, aber ich habe nicht viel gefunden, leider. Nach einer Höhle hast du gesucht und du lügst mich echt nicht an? Ja, ich lüge dich wirklich an, denn warum soll ich dich anlügen, Sue? Okay, das heißt, es gibt nichts, was ich noch nicht weiß. Alles läuft immer noch wie nach Plan. Ja, so halb, wieso? Okay. Ente, ich mach doch nur Spaß. Ich will doch dir nur einfach was zeigen. Denn in der ganzen Zeit, wo ihr eure komischen Sachen gemacht habt, ich weiß gar nicht, was ihr in der ganzen Zeit gemacht habt. Weil, sei mal ehrlich, bist du ein bisschen stark geworden? Hast du jetzt irgendwie Verzauberung? Irgendwas schon? Nee, noch nicht, leider. Ich hab nur nichts verzaubert, außer meinen Bogen, leider. Okay, dann... Ente, wie gesagt, egal was immer ihr auch gemacht haben solltet, ich will dir was zeigen. Komm mit. Weißt du, wo wir uns hier gerade befinden? Nee, keine Ahnung, wieso? Ups, ich wollte dir nämlich was zeigen. Guck mal hier einmal kurz durch. Das Wasser muss weg. Guck mal hier kurz durch. Hä, mach ich? Was siehst du? Hä, was ist das? Das sind die ganzen Spawner, die gesteckt sind. Oha, ja, und ich dachte, wir machen das zusammen. Danergy ruft mich. Ich komme gleich. Wir müssen nicht hier lang. Komm, runter, runter, runter. Okay, Sue. Und jetzt guck dir das mal an. Bam. Oh, das hat so viele Geräusche. Oh, ich will nicht diese Schwert benutzen. Level mal ein bisschen. Guck mal, wie schnell das geht. Was? Das funktioniert ja wirklich. Stell dich ganz nah ran und ein bisschen nach vorne drück. Nicht zu nah, sonst kriegst du Damage ab von den Spinnen. Weil bei den Spinnen ist das ein bisschen komplizierter. Soll ich dir das mal kurz zeigen? Geh mal kurz zur Seite, ich zeig dir das mal kurz. Nicht, dass ich dich aus Versehen angreife. Bam, das ist so heftig. Bam, bam. Guck mal, wie schnell das geht. Level 13, Level 14, Level 15. Und hier ist ein Enchantment Table oder was? Ach, das hast du noch gar nicht gesehen. Ja, Sue, das ist so heftig, Mann. Ente, es wird Zeit, dass ich dir alle drei Leben nehme. Ich kann dich easy one-shotten. Ente, guck dir das mal an. Hä? Oha, da sind ganz viele Bücher drin und Lampen. Nein, das letzte. Den Bogen sollst du dir angucken. Was? Unendlichkeit, Power 5, Flamme, oha. Guck dir das an. Was? Effizienz 4, Glück 3. Guck dir das an. Schutz 4, Haltbarkeit 3, oha, wie OP. Ich zieh wieder alles an, bevor du das nimmst und mich beraubst oder sonst was machst. Gefällt dir das? Ich würde sowas nie machen, du bist so krass, Mann. Aber weißt du was? Ich habe nicht nur an mich gedacht, sondern auch an euch. Guck mal, was ich für euch jetzt gerade am machen bin. Oha, Unendlichkeit Stärke 4, was? Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich mache euch auch alles ready, ja? Oha, das ist so heftig, Sue. Okay, dann geh erstmal hier raus. Ich mache euch die restlichen Items ready und dann sehen wir uns wieder, okay? Okay, ich sag dir, Sue. Ciao, ciao. Ciao. Hallo? Danergy? Wo bist du? Hallo? Ich höre dich. Hey, Sue. Da bist du ja. Hey, na? Wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's ganz okay. Wie geht's dir? Ja, ich hab gerade noch nach den Kühen geguckt. Sie sind echt, ja, echt viele geworden, aber... Ja, dank gemerkt, dir, weil du wirklich eine ganze Kuhfamilie hierher gebracht hast. Sehr gut. Ja, aber irgendwie bin ich traurig heute. Ich weiß auch nicht. Ich war in der Höhle, weißt du, heute und ich habe gemerkt, wie schwach ich eigentlich wirklich bin, Mann.
Sei nicht traurig. Ja. Warum bist du denn überhaupt deswegen traurig? Das ist doch kein Grund, traurig zu sein. Ich meine, wir sind alle ein Team. Die Königskrieger halten noch zusammen. Und mittlerweile bist du nicht einfach nur Gurkensohn, sondern du bist ein Königskrieger. Dank dir, wegen diesen Kühen und wegen diesen ganzen komischen Items, die man von den Kühen bekommt. Also Leder meine ich unter anderem. Wenn man Leder hier bekommt, kannst du die für Bücherregale benutzen. Und dadurch habe ich direkt geschafft, Bücherregale zu platzieren. Was ist los? Nein, aber Sio, ich will stark sein, weißt du? Ich will auch alleine stark sein. Ich möchte mich nicht immer nur verlassen können, dass meine Jungs alles wirklich lernen. Du willst stark sein? Ja. Würdest du dann Items von mir akzeptieren, die ich dir schenke, um stärker zu werden? Also, ich glaube, wir werden ja gemeinsam stärker. Deswegen würde ich das schon cool finden. Aber ich will dir auf jeden Fall helfen irgendwie dabei. Guck mal, Dynergy, einer für alle und alle für einen. Das ist doch unser Motto bei den Königskriegern. Tick. Du hast recht. Tag. Tick. Tick. Tag. Deshalb, ich zeig dir jetzt mal was. Ich hab das ganz falsch verstanden. Komm mit. Eigentlich will ich dir auch die Farm zeigen, aber weißt du was? Die Farm musst du noch nicht jetzt sehen. Okay. Ich zeig dir was anderes. Wir können jetzt theoretisch runter, aber dann will ich nicht so viel Zeit wasten. Deshalb, ich zeig dir jetzt einfach, was ich schon gemacht habe. Sio, was meinst du eigentlich mit Rüstung? Was wirst du eigentlich für mich klären wollen? Also, was willst du da machen? Guck mal, ich zeig dir mal was. Guck dir mal bitte diese Truhe an. Ganz unten. Die unterste Reihe. Wow. Flamme, wow. Stärke 4, Stärke 4. Ich bin gerade dabei, für euch alle einen richtig krassen Bogen zu machen, genauso wie meiner. Ey, wir werden... Nein. Hä, das aber geht schon? Jetzt schon? Absolut, wir haben jetzt schon die stärksten Items. Checkst du das? Es gibt keinen anderen Clan, der schon so krasse Items hat. Und ich mache euch auch komplett alles mit Eisen, habe ich vor. So Federfall 4, Schutz und sowas. Alles nach der Zeit dann machen, aber es dauert noch ein bisschen. Guck mal, ich habe auch diese ganzen Bücher schon. Alter. Haltbarkeit, Federfall 4. Also, deshalb, du hast ja richtig was gemacht. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich gehe jetzt wieder noch mal ein bisschen farmen. Ich brauche noch Lapis Lazuli. Hast du Lapis Lazuli? Leider nicht, habe ich nicht mitgenommen. Gar nichts. Ich habe Redstone. Ja, Redstone ist auch okay, aber kannst du erstmal behalten. Wir brauchen noch ein bisschen Lapis Lazuli. Gut, ich würde jetzt noch mal ein bisschen Lapis Lazuli farm gehen und dann versuche ich für euch alles andere zu machen, okay? Du weißt. Und dann werden wir noch stärker. Die Königskrieger sind stolz, dass wir dich Teil davon haben. Weißt du, was ich meine? Ohne dich würden wir das nicht haben, Alter. Danke dir, mein tapferer Bruder, Königsbruder Dynergy. Wie gesagt, dank dir wegen den Kühen haben wir überhaupt diesen Fortschritt machen können. Deshalb... Pass auf dich auf, die Welt ist böse und ich mache mich auf den Weg, Lapis Lazuli zu farmen. Ciao, ciao. Yo, danke, Sio. Okay, sehr geil, Freunde. Ich glaube, er hat sich gefreut. Ich würde jetzt nochmal Lapis Lazuli suchen gehen. Ich überlege gerade, ob ich in eine normale Höhle dafür gehe oder in unsere Althöhle und versuche dort Lapis Lazuli zu finden. Wisst ihr was? Ich gehe mal in unsere alte Höhle rein. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen Lapis Lazuli. So, es ging hier lang, glaube ich. Dann ging es hier runter. Das Ding ist, wir haben alles halt mit Schutz 4. Und auch wenn irgendwas passieren sollte, wir können gar nicht mehr down gehen. Habe ich genug Essen mit? Da kann man ruhig den Shader auch ausmachen, Leute. Geil, wir sind bei unserer Höhle angekommen. Hier ist noch so viel Loot, Leute. Guck mal, Gold ist da unten. Redstone, Lapis Lazuli finde ich auch bestimmt ganz easy. Da ist eine Hexe. Da würde ich mal sagen, Freunde, wir sehen uns dann morgen. Ich mache die nächste Aufnahme schon ready direkt für morgen, weil sonst wird das zu viel gefarmt hier und das will ich nicht. Schreibt bei allen Leute, wie stark die Königskrieger geworden sind. Zeigt mir jetzt ein, bevor die Border sind noch nicht mal weg, Leute. Und wir haben schon diese übertriebene Stärke. Checkt ihr das? Deshalb Tick, Tack, Tick. Und schreibt unbedingt rein, ob ich auch für Vive und ein paar andere meiner Freunde auch weitere Rüstung machen soll. Ich glaube, die würden sich freuen, oder? Haut rein, danke für alles. Lasst ein Like da, wenn ihr mich hier supporten wollt. Ein Like da lassen, Glocke aktivieren, das übliche, Leute. Damit ich hier weiter motiviert bin, für euch so richtig reinzuteuern. Haut rein, ciao, ciao.